Lieber Herr Kramer, lieber Herr Hund, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlichen Dank an Ilse Aigner für die vielen Anregungen, für Antworten, die sie hier gegeben hat. In der Tat sind einige Klarstellungen nötig, auch mitten in den Koalitionsverhandlungen. Sie wissen jedenfalls, die meisten von Ihnen, dass ich in der Vergangenheit, und das werde ich auch weiter tun, dass ich in der Vergangenheit für die Bedürfnisse der am stärksten industriell geprägten Volkswirtschaft in Europa und industriell arbeitende Unternehmen immer wieder gestritten habe. Und Sie können sich darauf verlassen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Ihre Erwartungen waren ja ursprünglich mal etwas anders. Sie haben sogar auf Steuersenkungen gewartet. Deshalb sage ich jetzt ohne Lamoyanz, und die Entscheidungen liegen jetzt 10 Jahre hinter uns, aber wenn Sie sich in gerechter Weise zurückerinnern, dann hat es eigentlich die entscheidenden Steuersenkungen, und zwar in einem Volumen von mehr als 60 Milliarden Euro, unter einer sozialdemokratischen Regierung gegeben. Mit der Senkung des Spitzensteuersatzes, mit der Senkung des Eingangssteuersatzes, mit der Senkung der Unternehmenssteuern. Sie haben bis dahin Ihre Kapitalsteuern, Ihre Kapitalzinsen nach dem Einkommensteuergesetz bezahlt und seit der Zeit nur noch für die Hälfte ungefähr versteuert nach dem Abgeltungssteuergesetz. Das war damals immerhin sozialdemokratische Steuerpolitik, und ich finde, bis heute ist das nicht so ganz schlecht. Ich habe mir das noch mal selbst in Erinnerung gerufen, weil ich gehört habe, so ein bisschen mich informiert habe über die Reden gestern Abend, und ich den Eindruck hatte, Sie fühlen sich alle bei dem Unionsteil einer möglichen großen Koalition so viel besser aufgehoben als bei dem sozialdemokratischen Teil einer großen Koalition. Deshalb erinnere ich natürlich nicht nur an die Steuerpolitik, für die wir Verantwortung getragen haben, sondern ich sage mal dabei, dass auch die Reform der Arbeitsverwaltung, die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die Aufhebung der Spaltung am Arbeitsmarkt, die Halbierung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, auch das waren Entscheidungen, die wir damals getroffen und durchgesetzt haben, mit der wir miteinander, nicht Sie alleine, mit der wir miteinander, glaube ich, unter ökonomischen Gesichtspunkten ganz gut leben miteinander. Und deshalb sage ich Ihnen auch, entgegen manchem Verdacht, von dem ich auch in den Zeitungen dieser Tage lese, nachdem wir das alles durchgerungen haben, uns haben beschimpfen lassen dafür, auch Wahlen verloren haben dafür, müssen Sie sich jetzt nicht vorstellen, dass wir das, was ökonomischen Erfolg in dieser Republik begründet hat, nachträglich auf irrsinnige Weise in Frage stellen, sondern wir wissen, was das für Mühe gekostet hat, dieses Land auch ökonomisch aus mancher Unbeweglichkeit zu befreien. Und deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Rückabwicklung sinnvoll und gut wäre.